Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn man sich im Moment das Wetter anschaut, man könnte meinen, wir hätten schon Herbst. Dabei haben wir gerade mal Anfang September und wie in den letzten Monaten auch diesen Monat ein Aussaat- und Gartenarbeit-Update. Und wie immer, Marcel ist dabei, der auch in seiner Gärtnerei jetzt noch Sachen aussät. Und wir sprechen heute, wie in den letzten Monaten, darüber, ja, was man jetzt noch sinnvollerweise alles aussäen kann. Na gut, alles wird uns wahrscheinlich nicht einfallen, aber ich denke, eine ganz gute Auswahl. Aber bevor wir damit anfangen, Marcel, sag mal, ist dir auch aufgefallen, 2020, ne, jedes Jahr hat so gartentechnisch seine anderen Probleme. Weißt, was mir aufgefallen ist dieses Jahr, weniger hier, sondern von ganz vielen Leuten, dass sie jetzt erst Ende August, Anfang September die Tomaten rot werden. Ja, habe ich auch gehört von verschiedenen Stellen. Keine Ahnung warum. Keine Erklärungsversuch? Nee. Weil so kalt war der Sommer nicht, so nass war der Sommer nicht. Merkwürdig, oder? Ja, und von anderen hat man gehört, dass alles mehr oder weniger im Rahmen war. Vielleicht ein bisschen später als erwartet, aber nicht großartig. Bei uns war alles mehr oder weniger normal, wie immer. Kommen wir aber mal zurück zum Hauptthema. In den letzten Episoden, in der einen für Juni und Juli und dann die für August, da haben wir angefangen zu sagen, was jetzt nicht mehr funktioniert. Das war ganz klar Tomaten, Chilis und solche Sachen. Wobei Chilis kannst du ja fast wieder mit anfangen, ein paar Monate. Ja. Aber von anderen Sachen, die vielleicht nicht so ganz offensichtlich sind, was würdest du jetzt nicht mehr machen? Gott, nicht mehr. Ja, alles, was ein bisschen länger braucht. Kopfkohl? Ja, solche Geschichten, das ist einfach zu lange. Also was jetzt noch geht, ist entweder was über den Winter noch stehen kann und auch noch weitergeht, oder aber was relativ schnell dann auch fertig ist. Was ist mit ganz normalen Kopfsalaten? Also jetzt nicht so spezielle Winterkopfsalate, sondern so ganz normal Maikönigin oder doch, sowas. Würde ich ohne weiteres nochmal machen. Also die sind da, ich sag mal, in vielleicht 4 bis 6 Wochen pflanzfertig. Das stimmt, und ja. Wenn man dann ein bisschen Glück hat und der Herbst wird noch ein bisschen schön, dann geht das nochmal gut. Oder halt im Gewächshaus. Also du hast jetzt von Freiland geredet. Das war jetzt Freiland. Wenn man Glück hat mit dem Herbst, Gewächshaus ohne weiteres noch. Was ist denn mit Spinat? Spinat ist ja jetzt nun wirklich ein Gemüse, was es eher ein bisschen kühler mag. Genau. Also wir konnten es jetzt den ganzen Sommer eigentlich nicht machen, weil wir hätten draußen zu viel wässern müssen. Es funktionierte nicht. Jetzt ist es feucht. Ich habe gestern unter anderem verschiedene Samen rausgesucht, Spinat. Stunde später ruft er an und sagt, wir können so ein Video machen. Du machst das mit deinem Sägerät draußen, ne? Im Freiland, ich habe ja Reihen von 40, 50 Metern, das geht mit dem Sägerät. Aber Salate so, das wird ja alles hier in Paletten erstmal so vorgezogen. Radieschen? Genau, die habe ich auch rausgesucht. Radieschen, die schwarzen Rettiche. Gibt's als Kugel, gibt es auch so ein bisschen so einen länglicheren. Das sollte auch noch ohne weiteres funktionieren. Rucola? Rucola auch nochmal. Wir reden jetzt immer noch vom Freiland. Ja, also, klar. Ne? Rucola kann man ja auch eigentlich zumindest bei uns hier über den Winter stehen lassen. Funktioniert auch noch. Ja, was jetzt auch noch geht oder genau die richtige Zeit ist, sind Asiasalate. Und da gibt es eine ganze Menge von. Gibt es ganz verschiedene. Wir hatten schon 4, 5 ausprobiert. Ja, die einen findet man nicht so toll, die anderen sind klasse. Manchmal ist es aber auch anders, man findet das selber nicht so toll und deine Kunden finden das super. Genau. Ich finde also zum Beispiel diesen großen Red Giant nicht so das Highlight, aber andere Leute, die lieben das halt. Ja, wobei pur ist ein bisschen hart, aber so mit eingemischt. Wir verkaufen nie eine ganze Pflanze, eine ganze Tüte, sondern wir machen immer Sträußchen, wo dann die verschiedenen Sorten in einem Bund sind. Und am Ende der Saison, dann blühen die in den Gewächshäusern, alles blüht wie auf dem Rapsfeld. Genau. Das ist ja auch ein Kohlgewächs. Ja. Wobei aber auch Asiasalate unterschiedlich frostfest sind. Das sind ja alles Senfkohlarten und wie der eine schneidet, Green in Snow, grün im Schnee. Der ist auch super fürs Freiland geeignet. Ich weiß jetzt nicht, ob der so eine Eiswüste überleben würde, wo dann über Wochen so hoch der Schnee ist. Keine Ahnung, noch nie ausprobiert. Wir haben ja hier keinen Schnee mehr. Aber im normalen Winter oder wenn man ein bisschen Frost ist, macht ihm das eigentlich gar nichts aus. Also wir pflanzen sie im Folientunnel dann wieder an, der aber offen ist an den Seiten. Einfach nur ein bisschen Schutz, gibt ein bisschen schönere Blätter, verkauft sich besser. Also hier, Frost,
kein Thema gewesen bisher. Und wenn ihr bis jetzt noch nicht so wirklich mit Asiasalaten euch beschäftigt habt, schaut mal zu mir in den Shop rein bei burago.de. Da gibt es eine ganze Auswahl an verschiedenen Asiasalatsorten. Neu dieses Jahr Wasabino. Hattest du den schon mal? Nein. Also Grün im Schnee haben wir jetzt, Red Giant, Wasabino, Mizuna, Rouge Metis. Also Wasabino hört sich aber scharf an. Das hört sich sehr scharf an, aber auch nicht uninteressant. Ne? Ja. So, wenn Leute selber Sushi machen vielleicht. Reden wir mal über Kräuter. Wir hatten ja letztes Jahr das Video über den Anbau von Kräutern in Töpfen für die Fensterbank. Könnt ihr euch ja natürlich auch nochmal anschauen oder wenn ihr es nicht gesehen habt, dann überhaupt mal anschauen. Also Basilikum, Petersilie, Dill, was hatten wir noch? Noch irgendwas war dabei. Schnittlauch. Aber so Aussaaten von Kräutern draußen jetzt ist schon ein bisschen spät, oder? Ja, würde ich aktuell eigentlich auch nicht mehr machen. Kresse könnte man machen. Das. Gut, was vielleicht noch geht, was ich noch vorhabe jetzt, ist Koriander. Der kommt ja relativ schnell und ins Gewächshaus oder nach draußen? Wir werden wohl ins Gewächshaus machen. Haben wir einfach länger von. Es wird wahrscheinlich auch draußen auch noch funktionieren, aber wir haben einfach ein bisschen länger was davon. Was ihr nicht seht, aber ich hol's mal ins Bild, sind hier diverse Erdbeeren. Und du bist fleißig für den Verkauf und für dich selber, die Mara de Bois. Ja. Wobei das jetzt keine Mara ist, das ist, also Mara de Bois ist ja unsere Hauptsorte, haben wir auch ganz viele schon getopft, dass wir die auch verschicken können, wer welche haben will, können wir verschicken. Wie kontaktiert man dich denn? Am besten über E-Mail gartenoase-online@gmx.de. Ja, das ist jetzt Himbeer-Erdbeere, da haben wir mal nicht so viele, aber ein paar gemacht. Wahnsinnig lecker, super Aroma, ertragstechnisch nicht ganz so. Ist nicht remontierend, ne? Das ist keine remontierende, die ist nur einmal. Welchen Monat oder die Erdbeerzeit? Ganz, ganz normale Erdbeerzeit. Ne? Mai. Ja, bei uns Ende Mai, woanders wahrscheinlich eher so Mitte Juni. Also super lecker, Ertrag ist okay, aber nicht so, ist eine so berauschend. Das ist eine echte Gourmet-Erdbeere. Dann haben wir noch eine weitere gemacht, die Ananas-Erdbeere. Das ist eine weiße, die dann, wenn sie reif wird, so einen rosa Hauch bekommt. Die hat so ganz tiefe Furchen, ne? Ja, also ist super lecker auch, aber vom Ertrag noch mal ein bisschen schwächer. Also ist wirklich was für Liebhaber, nicht jetzt, um da Marmelade von zu machen. So, Marcel, was haben wir? Wir hatten jetzt Salat, wir hatten Asiasalat. Ach, mir fällt was ein. Was ist denn so mit Endiviensalat? Letztes Mal hatte ich das schon gezeigt, mein Endiviensalat ist schon so hoch, die Pflänzchen. Ja. Kann man das jetzt noch machen oder besser? Also wir haben sie draußen schon gepflanzt. Fürs Gewächshaus würde ich sagen, geht noch mal ohne weiteres. Und wer aber trotzdem noch Endiviensalat haben möchte, einfach mal gucken, ob es das Ganze als Jungpflanzen gibt. Genau, wenn man Jungpflanzen hat, ist man ja ein bisschen voraus und dann, ja. Wobei nicht alle Jungpflanzen, die angeboten werden, so in den Gartencentern, machen auch wirklich Sinn. Also das haben wir ja schon mal besprochen. Ja, also manchmal hast du da wirklich den Feldsalat, der ist schon hochgeschossen. Der ist schon, ja, schon fast am Blühen oder mehr oder weniger fertig. Oder Möhren habe ich schon gesehen. Also das funktioniert einfach nicht. Aber jetzt fange ich mit Möhren an. Ich habe gerade eine super Überleitung zu dem Feldsalat gemacht. Ist für mich immer noch eine Kultur, die bei mir so mittelprächtig, also direkt Aussaat, guter Samen, das geht sehr ungleichmäßig auf in der Direktaussaat. Wie machst du das? Ja, wir haben ja unser kleines Sägerät, da kommt das rein und mittlere Tiefe, also vielleicht, dass Zentimeter Erde drüber ist. Das war's eigentlich. Wir fangen jetzt an und säen aus. Also perfekte Zeit dafür. Genau. Auch Folientunnel oder ist da noch zu warm? Gewächshausfolien? Könnte man, wenn man schon frei hat, könnte man das machen, aber bei uns steht halt noch. Also wir werden fürs Gewächshaus, werden wir dann demnächst auch welche einfach in Multiplatten auch vorziehen. Und dann, wenn die Tomaten raus sind, dann pflanzen wir den. Was ich im August-Video auch gezeigt hatte, das waren, Mairüben, also Herbstrüben. Hast du auch rausgesucht? Habe ich auch rausgesucht, ja. Manche, die heißen richtig Herbstrüben, andere heißen Mairüben, kann man dann trotzdem jetzt im Herbst machen. Funktioniert noch ohne weiteres. Und wie gesagt, wenn die Rüben sich nicht bilden, dann gar kein Problem, dann isst man die Stielmus ernten. Genau. Jetzt ist genau die richtige Zeit, um Saatzwiebeln, also Wintersaatzwiebeln, rauszubringen. Muss man gucken, dass man die richtigen Sorten hat, die das auch abkönnen. Und geht auch nur in halbwegs wintermilden Gebieten. Bei uns klappt das eigentlich sehr gut. Aber auch hier ist ja die Sache, wenn man zu früh anfängt und wenn dann in 2 Monaten der Frost kommt und die sind schon so hoch,
Ist nicht so gut, oder? Die genau, also wenn die Pflanzen zu groß sind, dann können die im Winter, also diese Kälteinduktion, also werden dann Isolation bekommen und dann blühen sie im Frühjahr. Das wollen wir ja nicht haben. Das gleiche gilt halt auch für Steckzwiebeln. Bei Steckzwiebeln ist es auch wichtig, nicht zu früh, weil die Pflanzen dann noch zu stark wachsen, zu groß sind und sind dann für diesen Kältereiz empfindlich. Bei den Kleinen ist es nicht so. Okay, das ist die reagieren dann noch nicht drauf. Deshalb also Steckzwiebeln nicht zu früh. Und auch, wenn ihr die Wahl habt, lieber die kleinen Steckzwiebeln kaufen statt die großen. Einmal hat man für das Gewicht dann mehr Stückzahlen und man hat weniger Blüher. Die meisten von euch haben jetzt bestimmt super tolle blühende Basilikumsträucher. Nicht mal nur unbedingt der Strauchbasilikum, auch der Genoveser, der blüht ja schön. Was ihr jetzt machen könnt, sind vor allen Dingen von dem Strauchbasilikum Stecklinge machen. Geht vom anderen auch. Ja? Kann man machen. Blüht der nicht direkt? Doch, aber das macht er ja auch. Ja. Oder müsste man vielleicht die Blüte raus, dass der direkt Verzweigung macht? Genau, immer wieder die Blüten rausnehmen frühzeitig, dass er erstmal Kraft hat, sich zu entwickeln und danach, irgendwann kann man ja blühen lassen. Und wie würdest du das machen? Abschneiden in ein Glas Wasser oder direkt in den Topf mit Erde? Genau, man kann im Prinzip beides. Wenn man direkt in Erde steckt, muss man eine gespannte Atmosphäre haben, müsste quasi wieder eine Folie drüber, ist ein bisschen komplizierter. Okay, also in Wasser. Erstmal in Wasser stellen und dann... Wie groß müssen die Wurzeln dann sein, bis man den Topf... Man sollte es deutlich erkennen und... Topfen, dann noch mal 2-3 Tage ein bisschen Schatten stellen und danach ist eigentlich gut. Dann habt ihr euren Basilikum wahrscheinlich in den Winter mitgerettet, ne? Ja. Fürs Video müsste ich dich jetzt eigentlich fragen, hey, was sind das denn für Pflanzen? Ja, dabei haben wir einige leider nicht raus, dass dieses unsere Gespräche, vieles weiß ich natürlich, möchte ich jetzt auch mal sagen, dass ich nicht für doof gehalten werde. Das ist natürlich Salat. Nee, Radieschen. Das ist ein Radieschen? Ja, schöne Radieschen. Ja. Das Endivien. Zuckerhut. Hast du schon mal gegessen? Der ist sehr bitter. Ja. Also ich mag nicht so besonders gesund, aber naja. Roter Eichblatt, grüner Eichblatt, Kopfsalate. Radicchio? Radicchio da drüben. Der wird noch ein bisschen eng. Ich weiß nicht, ob das noch funktioniert. Ein bisschen spät dran. Ja. Der muss ja nicht ein Kopf werden. Auch so ein Radicchio. Kann man auch die Blätter so essen? Kennt nur keiner. Ne? Also ja. Und das Lustige ist, wenn man sich jetzt die Blätter anschaut, die sind jetzt natürlich noch rot-grün. Einmal richtig Kälte und die genau, werden... Genau, und dann geht es dann stärker ins Rote rein. Warum macht die Pflanze das? Das ist ein Frostschutz, ne? Anthocyane, die da gebildet werden, das ist ein Frostschutz, ja. Und Schutz gegen Frost, gegen Fäulnis, gegen Pilze, also es ist sekundäre Pflanzenstoffe. Und auch für uns gut, ne? Sehr gesund und hilft der Pflanze wohl in der Abwehr von allem, was nicht so gut ist für sie. Also auch für die von euch, die nicht so gerne bittere Sachen essen, durchaus mal ein paar Blätter vom Radicchio mit in den normalen Salat reinschneiden. Genau, also wenn man es nicht pur ist, sondern einmischt, dann merkt man es eigentlich kaum und hat trotzdem die gesunden Sachen gegessen. Das stimmt. Ja, hinten hast du Möhren noch mal eingesetzt. Genau. Das haben wir nämlich eben gar nicht besprochen. Hier vorne sind Möhren, die sind schon ein bisschen größer, aber ganz unregelmäßig aufgelaufen, weil einfach zu trocken war. Hinten habe ich noch mal gesät, ist erst gar nichts gekommen und jetzt nach dem starken Regen, den wir hatten, kommt es wunderbar. So, das war ja dann doch eine ganze Menge, was man jetzt noch aussäen kann. Allgemein im Garten, im Hobbygarten, jetzt nicht in der Gärtnerei. Was steht an? Ich habe zum Beispiel jetzt Kartoffeln geerntet, so die letzten. Eine Trüffelkartoffel. Total lustig sieht die aus. Das Laub. Die Frage kommt auch immer. Barfütoftere, also Kraut- und Knollenfäule dran. Entsorgen über den Kompost oder extra in die Biotonne? Oder also ich würde es nicht auf den Kompost schmeißen. Wenn man keine gesonderte Möglichkeit hat, würde ich es wirklich entsorgen. Mhm. Bei uns ist so, es bleibt auf dem Feld liegen, wird untergefräst und bis wir da wieder Kartoffeln machen, sind ein paar Jahre vergangen und dann ist das Thema eigentlich wieder erledigt. Was ist denn mit Pflegemaßnahmen an irgendwelchen Sträuchern? Bäumen, irgendwas schneiden oder jetzt noch nicht? Ja, also grundsätzlich kann man eigentlich ja auch das ganze Jahr schneiden, nur ich würde jetzt, dass eh schon so spät ist, noch warten, bis die Blätter runter sind, dann sieht man auch genau, was man macht. Ne? Wenn voll belaubt ist, dann muss ich immer gucken, wo ist welcher Ast gewachsen. Wenn die Blätter runter sind, kann ich das mit einem Blick sehen, ist ein bisschen einfacher. Was man jetzt allerdings schon machen kann, ist bei Himbeeren die Ruten, die getragen haben, die kann man runterschneiden. Genau, die alten Ruten müssen ja sowieso raus, ob man das jetzt nach der Ernte direkt macht oder im Winter. Eigentlich egal, wenn man die Zeit dazu hat, raus damit. Ich finde, jetzt ist so eine Zeit, da kann man auch mal im Garten ein bisschen zurückfahren, die Arbeit. Und wenn ein bisschen Unkraut wächst, ist das halt so, Unkrautsamen hat man eh im Boden drin. Also
Man sollte vielleicht nicht alles aussamen lassen, aber wenn man auch mal ein, zwei Wochen keine Lust hat, was zu machen, ist das auch ja, vollkommen okay. So, und das war's auch schon wieder mit dem Video für heute. Hat es euch gefallen, gebt ihm doch einen Daumen nach oben, abonniert gerne diesen Kanal. Und da gibt es wohl daneben so eine Glocke und wenn man der drauf, wenn man da, das war jetzt auch doof, das ist eine Glocke, du kannst abonnieren und daneben ist eine Glocke. Mhm. Und wenn man auf diese Glocke noch, dann kriegt man immer noch zusätzlich eine Benachrichtigung, wenn okay. der Kanal was hochgeladen hat. Und einige wissen das noch nicht. Und einige wissen auch noch nicht, dass dieses Abonnieren tatsächlich kostenlos ist. Ich finde das immer so doof, wenn die Leute sagen, Abonnieren ist kostenlos. Ich denke, hä, wieso? Das weiß doch eh jeder. Aber tatsächlich, irgendwelche wissen es noch nicht. Ne? Und deshalb, ja, vielleicht sollte man es mal sagen, irgendwann mal. Also, hat euch dieses Video gefallen, gebt ihm einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.